Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich mal ein Orakel mit den aktuellen Tops Match Attacks Trading Cards mit den 10er Päckchen. Und ja, ich orakle heute das Abendspiel Hertha gegen Bayern München. Also Dennis gegen Stürmi. Und ja. Wir starten mal gleich in die erste Halbzeit und Anstoß. So. Und wir schauen mal. Also jede Halbzeit zwei Päckchen. So. Also mein Tipp wäre ein 1 zu 2. So, hier Freiburg. Nix. Ich mache die hier mal auf die Seite. Nix. Wolfsburg. Oczipka. Und hier das 1 zu 0 für die Hertha durch Ibisevic. Dann das Wolfsburg Club Logo. Dann haben wir hier Matchwinner Raman. Benito Raman. Dann haben wir hier Halstenberg von Leipzig. Dann haben wir Kevin Vogt von Hoffenheim. Gideon Jung von Hamburg und Philipp Lienhardt von Freiburg. Somit sind die ersten 20 Minuten vorbei von der ersten Halbzeit und wir starten in die letzten 25 Minuten. So, hier hätten wir Davy Klaassen von Werder Bremen. Mandzsik von Jahn Regensburg, Joshua Brennet von Hoffenheim, Zieler von Stuttgart, dann hier das Logo von Hoffenheim, Niklas Füllkrug als Hattrick-Held von Hannover 96, dann hier Konrad Laimer von Leipzig, Lars Bender von Leverkusen, Raphael Wolf von der Fortuna und Oliver Sorg von Hannover 96. Somit endet die erste Halbzeit 1 zu 0 für die Hertha. So, dann kommen wir zur zweiten Halbzeit und wir starten in die letzten 45 Minuten des Spiels Hertha gegen Bayern. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so tippt. Hier haben wir Julian Schieber von Augsburg. Dann haben wir hier Florian Hartherz von Arminia Bielefeld. Und hier haben wir Thomas Müller vom FC Bayern. Und das ist das 1 zu 1. Ja. Und dann haben wir hier David Abraham von Frankfurt. Dann haben wir hier das Augsburg-Logo. Eine Club 100 in einem Orakel. Das ist natürlich sehr cool. Jiří Pavlenka. So, die zeige ich euch natürlich mal hier ausführlich. Hinten dran sieht man die ganzen Hunderter. Und Club 100, also Club 100 steht hinten. Richtig nice. Abwehr 100 und Angriff 6. Stark. Dann haben wir hier Patrick Herrmann von Gladbach. Dann haben wir hier Konoplyanka von Schalke. Dann haben wir hier Salih von Nürnberg. Und dann haben wir hier von Mainz Mateta. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 25 Minuten der zweiten Halbzeit. Und da hätten wir Brosinski von Mainz. Da haben wir Bakalorz von Hannover 96. Da haben wir Valentini von Nürnberg. Leon Bailey von Leverkusen. Matthias Ginter von Gladbach. Diego Contento, Starspieler von der Fortuna. Timo Baumgartl von Stuttgart.
Und hier haben wir Franck Ribéry von den Bayern. Und da ist das 1:2. Richtig nice. Dann haben wir hier Sven Michel von Paderborn. Und die letzte Karte ist Philipp Max. Und somit endet das Spiel 1:2 in dem Orakel hier natürlich. Und ja, denkt dran, unter die Kommentare zu schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Und bis zum nächsten Orakel. Euer und tschüss. Bis zum nächsten Mal.